Anders als in der Minecraft-Version 1.4.2 mit einem Flammenbogen ist es bekanntlich nicht möglich, Enderman abzuschießen. Allerdings will ich euch vom Gegenteil überzeugen und habe deswegen ein paar Methoden vorbereitet. Was geht, Freunde? Euer Lieblingshuhn Kiro ist wieder back am Start und wir fangen direkt mit diesem Experiment an. Nein, Spaß, das ist das letzte Experiment, deswegen dranbleiben lohnt sich, denn Jürgen wird hier auf jeden Fall nicht wegkommen. Also ich habe jetzt eine komplett frische Welt generiert, wie man sehen kann. Und Jürgen ist auch am Start. Wir könnten schon fast verwandt sein wegen meinem Anzug. Oder was sagt denn ihr dazu? Was guckt der mich so an? Heute auch mit der Lebensanzeige, denn wir wollen ja prüfen, ob ich die Enderman mit einem Bogen bzw. Pfeil abschießen kann. Probieren wir das Ganze einmal ganz schnell und, oh, wer hätte es gedacht, er teleportiert sich weg. Wir bauen jetzt erstmal die Wand der 1000 Pfeile. Und ich hoffe, ich mache das hier alles richtig mit dem Dispenser, sonst verläuft das natürlich alles im Sande. Ich mache mir hier noch eine Wand. Na, ich mache das mit einem anderen Concrete. Und zwar mit weißem Concrete. Dann sieht das nämlich super gut aus. Ich mache mal hier eine Linie. Guck mal, dann kann man nämlich zack, 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 zack. Das Ganze wird mit Redstone natürlich connected. Ich glaube, das sollte sogar funktionieren, wenn das einfach nur so in einer Reihe geschalten ist. Korrigiert mich, wenn es nicht so sein sollte, aber wir testen das mal gerade kurz. Ich hole mir hier noch so eine Redstone-Torch oder einfach am besten einen Knopf und dann hole ich mir noch ein paar Pfeile direkt. Ich kann gerade nicht schreiben. Perfekt. Dann befülle ich mal kurz einen davon. Habe mich dagegen entschieden. Wir befüllen mehrere davon. So, und dann drücke ich den Knopf und es funktioniert nicht. Muss das etwa so gebaut werden? Ah, es funktioniert! Also gut, dann mache ich die Wand erstmal ganz nach oben. Und dann steht doch schon mal die Wand. Jetzt kann ich das ganz easy weiter aufbauen. Ich feiere das auf jeden Fall, dass wir solche coolen Experimente jetzt mal machen. Es gibt noch insgesamt 3 weitere Tests, die ich durchführen möchte. Und das hier wird auf jeden Fall Test Nummer 1 sein. Jetzt muss ich das alles nur miteinander irgendwie verbinden. Irgendwie so. Und dann so. Und dann fährt das einmal hier komplett rüber. Ich glaube, das funktioniert doch eigentlich ganz nice. Dasselbe Spielchen dann einmal hier. Und ich mache jetzt hier mal so Redstone-Repeater, weil ich habe mir gedacht, dass ich die Schaltung nach oben verlegen werde. Schreibt mal auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr denkt, dass das hier funktioniert. Ich meine, das sind richtig, richtig viele Pfeile, deswegen, der kann das ja eigentlich gar nicht ausweichen. Aber man weiß ja nicht, die Endermen sind ja sehr gewieft, aber beim letzten wird er das auf jeden Fall überhaupt nicht schaffen. Also wenn er das schaffen sollte, dann, keine Ahnung, fress ich einen Besen oder so, ich weiß es nicht. Aber wir werden gleich sehen, denn es ist schon fast soweit. Wobei, ich muss ja die Dinger noch befüllen. Darauf habe ich ja gar keine Lust. Das wird so lange brauchen. Oh mein Gott, Leute. Ihr müsst dafür auf jeden Fall einen dicken, dicken Daumen da lassen. Crazy. 10 years later. Oh, die letzte Linie. Jetzt muss ich nur noch hier eine Clock bauen. Das sollte aber easy funktionieren. Kurzes Nebentutorial. 2 Observer sich gegenseitig anschauen lassen und schon machen sie so ein Redstone-Signal. Das würde dann einmal hier durchgehen, hier runter, dadurch, bla bla bla. Ich glaube, ihr checkt, was ich meine. Und jetzt muss ich nur noch alle Dispenser mit Pfeilen auffüllen. Das mache ich dann einmal hier. Freunde, ich bin gleich wieder zurück. Das wird nämlich einige Zeit dauern jetzt erstmal. Oh Gott, oh Gott. Die Wand der 1000 Pfeile ist jetzt fertig befüllt. Ich habe hier auch schon mal ein bisschen getestet. Das kann ich auch mal kurz mal zeigen, wie weit die Pfeile fliegen. Und sie fliegen ungefähr hier hin. Sieht gut aus. Also würde ich mal sagen, Jürgen kommt hier hin. Und wir verbinden einmal die Redstone Construction und der... Hello there. Bro, was? Er kommt einfach hier hoch, um mich zu disrespekten. Egal, wir versuchen es weiter. Komm. Nein, was mache ich hier? Hier, Jürgen. Nein, 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 es muss einer mindestens, muss doch getroffen werden jetzt, Bro. Real Talk. Nein, sie gehen einfach alle weg. Okay, stopp, 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 stopp. Es leckt zu sehr, es leckt zu sehr. Und jetzt checken wir gerade mal, ob hier irgendeiner der Jürgen Damage bekommen hat. Außer er, den habe ich nämlich geschlagen. Aber das sieht gar nicht gut aus. Also das sieht gar nicht danach aus, als ob hier irgendjemand Schaden genommen hat. 1:0 für die Enderman, würde ich sagen. Machen wir also weiter mit Bum, Bum, Pfeil. Das ist ein sehr kreativer Name. Der Sinn davon ist, ich zünde dieses TNT, sprengt dann hier alles weg. Die Pfeile werden hier dann drauf gelagert sein, wenn sie ein bisschen fertig generiert sind. Und drumherum werden die ganzen Jürgens warten. Und das können sie dann auf jeden Fall nicht ausweichen, wenn so viele Pfeile auf einmal kommen. Deswegen, ich setze hier ein paar Jürgens. So, das sollten, glaube ich, ein paar sein. Wir
stoppen den Command-Block, zack, lasse das einmal hier runterfallen und dann zünde ich das TNT an und wir gucken gleich mal, was passiert. Boom und... Oh, es ist nicht, wie ich es wollte. Ist jetzt doof, ne? Ich zünde jetzt einfach mal ein paar TNT und setze noch ein paar Jürgens. Jürgen, hat's geklappt? Nein, die sind jetzt stuck im Boden. Dann probiere ich es dieses Mal auf diese Art und Weise, Freunde. Ich weiß nur nicht, ob das klappt. Ich hoffe mal schon. Das wäre nämlich richtig, richtig nice. Ich lasse das einfach mal so droppen. So, ich stopp das Ganze mal. Ich glaube, das sind mehr als genug Pfeile. Wieder die Jürgen hin. Versuch Nummer 2.0. Ich setze das mal hier so hin. Das fällt dann runter und dann sollte das, glaube ich, klappen. Oh, oh, oh. Nein! Ey, die sollten eigentlich in alle Richtungen so rumgehen, Digga. Das gibt's doch nicht. Wieso kann ich das so schlecht? Dann probieren wir es dieses Mal so rum. Ich weiß nicht, ob das besser ist, aber egal, die Jürgen werden wieder gesetzt. Oh mein Gott, es ist Versuch 3.0. Ich bin wirklich am Verzweifeln langsam. Ich setze die TNT hier in der Mitte, dann springt das alles hier hoch und dann explodiert das und ich bin schlecht. Ich kann das einfach nicht. Und wenn wir es diesmal so versuchen... Oh mein Gott, ich glaube, das klappt. Oh, oh. Nein. Reicht das? Reicht das, Freunde? Okay, Moment. Das ist aber gut, das ist gut. Ein letztes Mal muss ich es jetzt so auch machen, Freunde. Ich mache diesmal auch den Command-Block dann weg. Aber jetzt habe ich es rausgefunden. Ich habe es endlich rausgefunden. Let's go. Seid ihr auf jeden Fall schon gespannt auf das nächste, beziehungsweise auch dann noch das letzte am Ende, weil das muss ja funktionieren, wenn alles voller Wasser ist. Da kann er diesen Fallen ja überhaupt nicht mehr ausweichen. So, wir machen den Command-Block kaputt und wir zünden das hier an. So, was geht jetzt? Leider klappt auch diese Methode nicht, Freunde. Schade. Kommen wir zum nächsten. Ich habe mal eben die Version gewechselt auf die 1.21, denn hier kann man etwas ganz Besonderes, das zeige ich euch mal. Ich habe jetzt leider keine Lebensbalken mehr und alles drum und dran und ich kann den gerade auch nicht Jochen umbenennen. Aber ich kann hier zum Beispiel /tick-freeze machen. Dann hält sich die komplette Zeit an. Und das ist nämlich hier dann eben noch der Trick. Ich versuche ihn jetzt mal. Oh, ich habe hier die 1.21 scheinbar auf Deutsch. Und dann mache ich jetzt mal ein paar Pfeile hin. Die kann er dann bestimmt nicht ausweichen. Freunde, das darf nicht funktionieren. Guckt euch das mal an. Das sieht sowas von crazy aus. Ich mache jetzt einen kompletten Schwall an Pfeilen dahin. So richtig random ringsherum. Oben, links, rechts. Wenn er das ausweichen wird, dann habe ich jetzt einfach wirklich zu viel Arbeit in nichts reingesteckt. Aber das wird sich gleich auf jeden Fall zeigen, ob das funktioniert. Geil würde es jetzt in der Replay-Mod aussehen, aber für die 1.21 haben wir doch keine Replay-Mod, wie ich jetzt hier gerade sozusagen ringsrum die ganzen Pfeile hinmachen würde. Aber jetzt mache ich das halt einfach so. Wie sieht das gerade mal aus? Oh, Junge. Okay, ich mache das gerade mal kurz fertig und wenn ich dann zum Ergebnis komme, dann zeige ich euch das natürlich wieder. Freunde, wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt hier den großen Ring des Schmerzes gemacht, würde ich ihn jetzt einfach mal nennen. Richtig, richtig episch. Das hat auch irgendwie jetzt viel zu lange gebraucht, das zu machen und irgendwie wollte ich so eine ganz große Kuppel, aber das hat gar nicht funktioniert. Egal. Ich würde sagen, alle Pfeile sind auf den Enderman gerichtet. Das heißt, ich mache jetzt Tick-Unfreeze gleich. Okay, Freunde. Gebt mir eure Einschätzung in die Kommentare. Wird das funktionieren oder nicht? Wir sind gespannt, denn in 3, 2, 1 finden wir es heraus. Zack! Er ist ausgewichen. Aber wie episch sah das aus? Er ist ausgewichen, aber das sah so cool aus. Jürgen! Ich mag dich nicht. Kommen wir also nun zu dem Versuch, auf den wir alle gewartet haben. Und zwar alles voller Wasser. Jürgen in der Mitte und die ganzen Pfeile hier drauf. Mal schauen. Ich denke mal, das muss funktionieren, weil er kann nirgendwo. Deswegen 3, 2, 1, zack. Nein, Bro. Das ist so eine Simulation, als ob der sich auf der Stelle hin und her teleportiert. Was? Niemals. Niemals. Geh ins Wasser, Alter. Da, guck mal, er hat ja nicht mal irgendwie einen Rückzugsort. Vom Wasser kriegt er jetzt hier Schaden, weil er nirgendwo hin kann. Da kann er komischerweise nichts ausweichen. Bro, das ist crazy. Und Jürgen sagt jetzt tschüss. Also, wenn nicht mal die Methode funktioniert, dann gibt es eigentlich nur noch eine, die ich ausprobieren muss. Denn aktuell scheint es so, als wäre wirklich nur die 1.4.2-Version dafür zuständig, dass man Enderman mit Bogen erwischen kann. Also, wenn ich das jetzt hier nochmal versuche, zack, das prallt von mir aus ab, okay. Aber hier, ich hau ihn mit einem Bogen. Wie fandet ihr den Witz? Wenn euch allerdings das Video gefallen hat und ihr mehr von so einer Art Content haben wollt, dann zeigt es auf jeden Fall mit einem Abo, Like, kommentiert das Ganze gerne und die Glocke aktivieren. Tschüss!